Wie geht Gerechtigkeit? Das Gericht lässt keinen Mörder laufen. Das Gericht hat nur vielleicht Probleme nachzuweisen, ob jemand Mörder ist oder nicht. Große Dramen und alltägliche Ärgernisse. Scheidungen, Verkehrsdelikte, Mietstreitigkeiten. Man landet schnell vor dem Amtsgericht. Ich muss mir sowas ja nicht bieten lassen. Dann nehmen Sie Platz. Ich bin tierisch sauer. Ja. 50.000 Fälle werden am Frankfurter Amtsgericht verhandelt, Jahr für Jahr. Mal geht es um 4 Jahre Gefängnis, mal um 5 Euro Geldbuße. Ich schaue, ob wir die gütlich irgendwie zueinander bekommen und wenn nicht, muss ich entscheiden. Jetzt ist Schluss, die müssen jetzt rausgehen. Die Verhandlung ist eröffnet. Alltag am Frankfurter Amtsgericht. Jetzt in der ZDF-Reportage. 4 Jahre Gefängnis. Das ist die höchste Strafe, die ein Richter am Amtsgericht verhängen kann. Für Vergewaltigung, Raub oder Betrug. 10, manchmal 15 Fälle verhandelt Strafrichter Manfred Gönsch jede Woche. Montags mit Schöffen an seiner Seite die schweren Verbrechen und mittwochs alleine die vielen kleinen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Wenn Sie jetzt fragen würden, ob ich überzeugt bin, dass immer alle Urteile richtig sind, müsste ich wahrheitsgemäß antworten, sicherlich nicht, weil warum soll ich der einzige Mensch auf unter Gottes schöner Welt sein, der keine Fehler macht? Ich kann nur hoffen, das sind möglichst wenige. 140 Richter am Frankfurter Amtsgericht sind zuständig für 850.000 Einwohner. Und für all jene, die im Stadtgebiet auffällig wurden. Wie Eugen Hildebrand aus dem Odenwald. Sein Auto wurde geblitzt, mit 52 Stundenkilometern in einer 30er-Zone. Bußgeld? 35 Euro. Ich habe mir erst mal überlegt, soll ich jetzt das Geld einfach bezahlen und Ruhe ist? Dann habe ich mir das erst mal so überlegt, habe gedacht, wenn das jeder so machen würde, dann hätten die ja leichtes Geld. Ich habe gedacht, das kann ja nicht sein. Also so schreibe ich das hin, wie es auch aus meiner Sicht korrekt ist, dass ich das nicht gewesen bin. Dass ich zu dem Zeitpunkt und an dem Ort, sage ich mal, nicht gewesen bin und sozusagen nicht geblitzt wurde. Also legte Eugen Hildebrand Einspruch ein gegen den Bußgeldbescheid. Heute, 6 Monate nach seinem mutmaßlichen Vergehen, steht der 23-Jährige zum ersten Mal in seinem Leben vor Gericht. Fast 5.000 Bußgeldverfahren landen in Frankfurt jedes Jahr am Amtsgericht. Außerdem rund 22.000 Zivilsachen, 10.000 Straftaten und 7.000 Familienkonflikte. Eugen Hildebrand und sein Rechtsanwalt Hans-Christoph Müller brauchen einen Freispruch. Sonst könnte den mutmaßlichen Verkehrssünder der Einspruch gegen den 35-Euro-Strafzettel teuer zu stehen kommen. Damals war einfach der Hintergedanke, ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Mir war damals nicht bewusst, dass ich die 150 Euro Selbstbeteiligung habe. Das war, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, sonst hätte man das vielleicht auch ein bisschen anders überlegt. Aber ich habe mir gedacht, das Risiko gehe ich ein und was trage ich auch die Kosten. Das ist einfach mal eine ganz schöne Zitterpartie jetzt, oder? Ja, eigentlich schon. Wir rechnen damit und hoffen darauf, dass es einen Freispruch gibt mit der Kostenfolge, dass die Staatskasse sämtliche Kosten trägt. In der Bußgeldsache gegen Hildebrand werden alle Beteiligten eintreten, auch die Zeugen in Saal 4. Sie werden dem Richter das Schreiben eines Freundes vorlegen. Darin gibt der zu, dass er es war, der geblitzt wurde, nicht Eugen Hildebrand. Wir werden sehen, ob Richter Manfred Gönsch Ihnen diese Geschichte glaubt. In einer Verhandlung darf in Deutschland nicht gefilmt werden. § 169 Gerichtsverfassungsgesetz. Sie nennen sich die Fegerflotte. Ex-Junkies wie Erwin Knoll sammeln in der Frankfurter Taunusanlage Müll auf, den der Drogensüchtigen und den der Spaziergänger gleich mit. 7 Jahre hat er schon gesessen, meist wegen Diebstahls. Er klaut, um Drogen kaufen zu können. Früher Heroin, heute Kokain. Morgen steht er wieder vor Gericht und vielleicht muss er wieder ins Gefängnis. Es ist natürlich schon scheiße, wenn man, eingesperrt wird, ne? Und dann sitzt man seine Zeit da drin wieder ab, ne? Und weiß nicht, was erwartet mich dann danach, ne?
Das ist ein bisschen, was mir so Sorgen bereitet. Er hat Arbeit in der Fegerflotte, ist in einem Methadon-Programm, lebt in einer betreuten WG. Erwin Knoll ist auf dem Weg der Besserung. Sozialprognose günstig. Doch er hat Rückfälle. Dann kokst und klaut er wieder. Er riskiert damit seine Bewährung, seine Freiheit. Hoffen Sie auf Wunder? Ja, ich appelliere da mal auf den gesunden Menschenverstand des Richters. Verdient hätte es eigentlich nicht, ne? Aber wie gesagt, man ist eben auch nur Mensch und man ist kein Perfektionist. Fehler machen wir alle. Ne? Aber ansonsten, na ja gut, wie gesagt, ich lasse mich morgen überraschen bei der Verhandlung. Erwin Knoll drohen bis zu 2 Jahre Gefängnis. In Gebäude E, Saal 4, geht das Bußgeldverfahren gegen Verkehrssünder Hildebrand zu Ende. Nach weniger als 10 Minuten. Richter Gönsch hat ihm die Story nicht geglaubt, dass es sein Freund gewesen sein soll, der geblitzt wurde. Er will diesen Freund als Zeugen vernehmen. In 3 Wochen wird es eine zweite Verhandlung geben. Sehen Sie, so kann es auch gehen. Ein anthropologisches Gutachten soll klären, welcher der beiden jungen Männer der auf dem Blitzerfoto ist. Was ein bisschen umständlich ist, dass jetzt ich nochmal kommen muss, dass jetzt auch mein Freund nochmal kommen muss. Aber gut, den Aufwand nehmen wir auf uns und schauen einfach. Das ist eine strenge Entscheidung, ja. Für so eine Ordnungswidrigkeit, denke ich, muss ich sagen, ist der Aufwand, den wir jetzt dafür treiben, um das zu klären, ziemlich unangemessen. Ist das für Sie eine kleine Niederlage? Ja, kann man so sagen. Richter Manfred Gönsch darf sich zu laufenden Verfahren nicht äußern. Paragraph 353 Strafgesetzbuch. Allgemeingültiges darf er sagen. Das kann nicht gegen ihn verwendet werden. Nach 30 Berufsjahren, gebe ich gerne zu, bin ich da vielleicht etwas strenger oder auch etwas unnachsichtiger in manchen Dingen als früher, weil man halt eben auch schon so viel und auch anderes erlebt hat. Und man hat auch schon erlebt, dass man vorsätzlich getäuscht worden ist, dass dann aus Versehen völlig falsche Bilder vorgelegt wurden. Und dann wird man halt auch misstrauisch. Frankfurt Höchst. Das Revier von Gerichtsvollzieher Manfred Mitternacht. Er vollstreckt Urteile des Amtsgerichts. Wer einen Richterspruch ignoriert, kriegt es mit ihm zu tun. Fast immer geht es um Schulden. Oft aber gibt es nichts zu holen. Weder Cash noch pfändbare Wertgegenstände. Wie viel Überwindung kostet Sie das, unangemeldet bei den Leuten zu klingeln? Och, das ist mein Job da. Also das machen wir schon jahrelang. Da kostet es also jetzt schon keine Überwindung mehr. Die Leute wissen regelmäßig auch Bescheid, dass jemand kommt, dass sie Schulden haben. Manche Schuldner sucht Manfred Mitternacht immer wieder auf. Nur dann wird gezahlt. Vielen fehlt die Disziplin, die Raten regelmäßig zu überweisen. Zu Tanja Schreiber kommt der Gerichtsvollzieher seit 10 Jahren. Ihre Quittung. Dankeschön. Damals ging ihr Kosmetikstudio pleite. 10.000 Euro sind immer noch offen. Ist ein Gerichtsvollzieher nicht ein natürlicher Feind? Nö, würde ich jetzt nicht sagen. Also wir haben noch nie irgendwie Probleme gehabt oder keine Ahnung. Es war eigentlich immer nett gewesen, wenn er gekommen ist. Außer, dass er die hässlichen Rechnungen bringt und das Geld haben will. Aber sonst ist er nicht unangenehm. Und es bringt mir ja nichts, wenn ich ihn nicht mag. Ich muss ja mit ihm zurechtkommen. Das ist wahr. Ja. Denn sonst wird es unangenehm. Genau. Können Sie richtig unangenehm? Ja, wenn die Spielregeln nicht eingehalten werden, muss das Gesetz durchgedrückt werden. Dann wird es unangenehm. Monat für Monat treibt Gerichtsvollzieher Mitternacht über 50.000 Euro ein. Ja, da hängt teilweise gewisse Lebensunfähigkeit mit dabei. Die bekommen einfach nicht auf die Reihe, mit dem Geld, was sie einnehmen, umzugehen. Sie geben immer mehr aus, als tatsächlich vorhanden ist. Und sie lernen es auch nie. In Frankfurt unter Liederbach muss Manfred Mitternacht ein Räumungsurteil vollstrecken. Könnte doch mal Erdgeschoss sein. Ja, Mitternacht. Ihr Mieter hätte bis heute ausziehen müssen. So steht es im Gerichtsurteil. Er hat es nicht getan. Gerichtsvollzieher Mitternacht muss den Mann jetzt aus der Wohnung weisen. Doch der ist gar nicht da.
Okay, haben Sie Arbeit. Der Mann hatte seine Miete nicht vollständig gezahlt. Als er über 2 Monatsmieten im Rückstand war, klagten die Vermieter auf Räumung. Paragraf 546 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch. Sie bekamen Recht. Alles, was jetzt noch in der Wohnung ist, gehört ab sofort Ihnen. Der Ex-Mieter darf die Wohnung nicht mehr betreten. Plötzlich aber taucht er doch noch auf. Morgen. Ja, okay. Also in die Wohnung dürfen Sie jetzt nicht mehr rein? Für die Haustierbriefkasse brauchen wir die Schlüssel. Vermieter Helmut Kirschner ist vor kurzem gestürzt und jetzt dieser Ärger. Du verschwindest bitte aus der Wohnung. Lass mal so nicht sagen, verschwinde. Aus der Wohnung. Jetzt ist Schluss, die müssen jetzt rausgehen. 2 Jahre hat der Mann mit Frau und Sohn hier gewohnt. Die Ehe wurde geschieden, die Wohnung wohl zu teuer für den Hartz-IV-Empfänger. Ich muss machen, sagt er auch. Ich mache die Sache drauf. Nein, da ist der Mieter Pfandrestellen. Ich habe ein bisschen Sache, meine private Sache hier drin. Da ist der Mieter Pfandrestellen gemacht worden. Ich habe private Sache. Ja, trotzdem, wo ist es? Okay, diese Sache, ich muss mit drauf machen das. Ja. Dann müssen Sie zum Gericht gehen. Wir müssen das uns zahlen und zum Gericht gehen. Und alles klären. Okay. Ich gehe mit. Für den Gerichtsvollzieher und die Vermieter ist die Räumung erledigt. Für den geräumten Mieter aber noch lange nicht. Es wird eine Fortsetzung geben. Frankfurt-Bornheim. Seit 4 Jahren lebt Jelko Blažević hier, mit Schimmel in der Wohnung. Rechtsanwalt Mauro de Filippis ist gekommen, um sich selbst ein Bild zu machen. Denn nächste Woche steht sein Mandant vor Gericht. Er hat wegen des Schimmels die Miete um 20% gekürzt. Der Vermieter, eine große Immobilienholding, konterte mit Kündigung und jetzt mit einer Räumungsklage. Wie oft ist das jetzt schon aufgetreten? Das ist jetzt vierte Mal. Das vierte Mal. Sagen wir mal so, das Gericht ist schon unnötig, meiner Meinung nach. Ja? Weil ich habe, weiß Gott, was Besseres zu tun, als mich mit der Holding vor Gericht zu streiten. Ne? Ist klar, aber gut, was soll man machen? Ja? Man kann sich ja auch nicht alles bieten lassen. Ne? Von unten nach oben. Der Schimmel komme von der feuchten Außenmauer, sagt Jelko Blažević. Doch da sei nie etwas gemacht worden. Die Holding widerspricht. Er sei selbst schuld am Schimmel. Er lüfte nicht richtig. Wer hat Recht? Wer wird Recht bekommen? Ich schätze die Chancen eigentlich sehr gut ein. Ja, gerade im Hinblick darauf, dass vor 2 Jahren schon mal Schimmel aufgetreten ist. Das wurde schon zugestanden. Und das deutet ja alles darauf hin, dass das nie ordentlich beseitigt wurde. Ja. Von daher sehe ich die Chancen eigentlich recht gut. In Gebäude B, Saal 101, wird Richter Frank Füglein heute über den Schimmelfall entscheiden. Um die 180 Fälle bearbeitet er parallel. Jeden Monat kommen 50 neue hinzu. Ein Amtsrichter kann sich seine Arbeit frei einteilen. Selbst der Gerichtspräsident kann ihm nicht reinreden. Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Artikel 97 Grundgesetz. Das ist die Morgenpost. Wir haben über ein Dutzend Sachen, die wir heute verhandeln. Und einige schwierige Sachen sind auch dabei. Wir haben ein paar Räumungsverfahren. Da geht es um was? Nämlich ob Leute ihr Obdach verlieren oder eben nicht. Ziel seiner Verhandlungen ist stets der Versuch, eine gütliche Einigung zu erreichen. Paragraf 278 Zivilprozessordnung. Nur wenn die scheitert, fällt er ein Urteil. Das ist natürlich mein Job, klar, das mache ich. Aber mein vorderstes Ziel ist es eigentlich auch, da einen Frieden wieder reinzubekommen. Und das gelingt ganz häufig, wenn der Richter in der Mitte sitzt und sagt, komm, jetzt schauen wir mal, wie wir die Kuh vom Eis bekommen. Setzen uns an einen Tisch und reden mal drüber. Das ist so mein Ziel. Und das klappt? Ganz häufig schon. Es soll möglichst keinen Gewinner, aber eben auch keinen Verlierer geben. Jelko Blažević und Anwalt Mauro de Filippis aber wollen gewinnen. Doch noch weiß der Anwalt nicht, dass er nicht alles weiß. Für ihre Verhandlung hat Richter Frank Füglein 10 Minuten angesetzt. Eine kleine, klare Sache, so scheint es. Ich habe hohe Erfolgschancen. Ich habe ja genug Schäden an der Fassade gefunden.
Ne? So ein Riesenloch. Ja? Das ist genau an der Ecke, wo es schimmelt. Ja? Da sieht man genau die Grundmauer. Ja? Also die Sache ist schon eindeutig klar. Sie haben Beweisfotos mitgebracht. Anwalt Philippis hatte mit Richter Füglein schon in früheren Fällen zu tun und will jeden Fehler vermeiden. Ich habe ihn als sehr genau kennengelernt, sagen wir es mal so. Ja, fair, aber genau. Der Richter und sein Referendar. Jetzt wird es ernst. Jelko Blažević und Anwalt Philippis wollen den Richter dazu bringen, einen Gutachter zu beauftragen. Der soll klären, wer denn nun wirklich schuld ist am Schimmel. Er hofft, die Holding verliert und muss ihm den Umzug in eine schimmelfreie Wohnung bezahlen. Nehmen Sie Platz. Jetzt kommt zum Aufruf die Sache 33C4827 aus 11. Der beklagte Mieter wird sich gleich um Kopf und Kragen reden. In Frankfurt-Höchst bangt Gerichtsvollzieher Mitternacht um seinen Terminkalender. Der geräumte Mieter macht Ärger. Sie sind schwarz, ist Geld in der Tasche. Ja, ehrlich. Ehrlich, sag nein. Sag nein, sag mal, ich schwöre nein. Hand ist hoch, sag mal, ich schwöre nein. Er wirft dem Gerichtsvollzieher Bestechlichkeit vor. Das kann als Beleidigung gewertet und mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren geahndet werden. Paragraf 185 Strafgesetzbuch. Und hätte man ihm jetzt ein bisschen mehr Zeit geben können, seinen Kram auszuprobieren? Er hat ja 4 Wochen Zeit gehabt. Vom Räumungstermin Mitteilung bis zum Räumungstermin sind 4 Wochen. Gesetz ist Kapitalismus. Gesetz ist Kapitalismus. Kein richtiges Gesetz. Kein richtiges Gesetz. Wann hast du Geld? Gesetz kaufen, Rechte kaufen. Überall willst du. Was willst du haben das? Was willst du haben? Klar ist für die Leute ein Einschnitt, wenn sie Wohnung verlieren. Und das wollen sie dann nicht akzeptieren. Aber irgendwann ist einmal das Ziel erreicht, das Ende. Fällt Ihnen das schwer, hart zu sein? Nö, muss ja Gesetz durchgezogen werden. Der Mann will seine restlichen Sachen aus der Wohnung holen. Er schlägt einen Handel vor. Ich gebe einen Schlüssel, aber bis meine Sache alles ist raus. Ja? Ja? Ja oder nein? Ja? Sie geben mir den Schlüssel? Okay. Er gibt seinen Haustürschlüssel zurück. Dafür aber sollen die Vermieter ihn ein letztes Mal in die Wohnung lassen. Lass mal so Mund zu. Mund ist zu, Kapitalismus. Mund ist zu. Sind Sie nicht so frech? Ich habe Respekt vor dich. Mund ist zu, aber bitte. Hier Schlüssel, bitte Tür offen, ja? Schlüssel. Die Vermieter, Junior und Senior, lassen sich darauf ein. Gegen den Rat von Manfred Mitternacht. Und der hat 30 Jahre Erfahrung als Gerichtsvollzieher. Okay, also, tschüss da. Sein Job ist hier erledigt. Für die Vermieter aber geht der Ärger jetzt erst richtig los. Das Frankfurter Bahnhofsviertel. Muss er zurück ins Gefängnis? Ex-Junkie Erwin Knoll ist auf Bewährung draußen und wieder beim Klauen erwischt worden. Champagner, Rasierklingen, Kaffee. Er vertickt alles, was er kriegen kann und kauft von dem Geld Kokain. Sicherlich muss das irgendwie bestraft werden, aber wie gesagt, Strafverteidiger Joachim Hart will vor Gericht beweisen, sein Mandant ist trotzdem auf einem guten Weg. Seien Sie in jedem Fall pünktlich. Wenn irgendwas dazwischen kommt, ja, kann ja vorkommen, Straßenbahn streikt, Unfall, brechen Sie sich das Bein oder so, geben Sie mir sofort Nachricht, weil wenn Sie nicht erscheinen, besteht die Möglichkeit, dass der Richter einen Haftbefehl gegen Sie erlässt, wegen Nichtkommens. Ja. Und das wäre natürlich ungut, wenn wir heute schon hier zusammengekommen sind. Morgen wird Erwin Knoll das erste Mal vor Richter Gönsch stehen. Seien Sie pünktlich da. Das ist ein sehr erfahrener Richter, von dem ich mir ein gerechtes Urteil erwarte. Hat er ein Herz für arme Schweine? Also ein Richter steht unter dem Also der muss dem Gesetz folgen, ja, was im Gesetz steht. Und ich meine, ein Herz ist das Herz und das Gesetz ist das Gesetz. Ja. Aber er wird es, glaube ich, gut machen. Ja. Größter Unsicherheitsfaktor bleibt der Mandant. Wird er pünktlich erscheinen? In Gebäude B, Saal 101, läuft noch immer der Schimmelfall. Der Beklagte redet sich um Kopf und Kragen, ohne es zu merken.
In Gebäude E wartet vor Saal 14 Verkehrssünder Eugen Hildebrand auf seine zweite Verhandlung, dieses Mal mit Zeuge. Der will zugeben, dass er es war, der geblitzt wurde. Da kriegst du nicht den Schlüssel zum Umparken. Genau. Ja gut, ich meine, man rechnet ja nicht damit, dass man während dem Umparken geblitzt wird. Ne? Das, wie gesagt, waren ja noch nicht mal 5 Minuten unterwegs und dann sowas. Droht heute die zweite überraschende Niederlage? Der Bußkennzahl, die Hildebrand, bitte alle Beteiligten auf den Zeugen eintreten. Wird Eugen Hildebrand auch heute nicht freigesprochen, bleibt er auf den 150 Euro Selbstbeteiligung bei seiner Rechtsschutzversicherung sitzen. Auf die anthropologische Gutachterin hat Richter Manfred Gönsch verzichtet. Er wird alleine entscheiden, welcher der beiden Männer denn nun am Steuer saß. So. In Gebäude B, Saal 101, endet der Schimmelfall mit einem Desaster. Jelko Blažević hat in der Verhandlung eingeräumt, die letzten beiden Mieten nicht nur gekürzt, sondern gar nicht gezahlt zu haben. Juristisch ist das ein klarer Kündigungsgrund. Dann kippt der Prozess. Und deswegen sage ich dann, ich rate Ihnen jetzt einen Vergleich an. Der Mandant hat einen sicheren Sieg in eine Niederlage verwandelt, weil er seinem Anwalt nicht alles gesagt hatte. Der Schimmel spielt gar keine Rolle mehr. Hat er sich ein Eigentor geschossen? Ja. Dadurch, dass die Mieten jetzt für Februar und März nicht gezahlt wurden, ist das eigentlich ein Eigentum. Weil dadurch haben wir den Zahlungsverzug von 2 Monatsmieten. Für mich ist das Schwachsinn, weil dieses Geld ist in meinem Konto. Ist ja. Schwachsinn. Es ist Schwachsinn. Auf Ihrem Konto ist nicht bei dem Vermieter auf dem Konto. Die Miete habe er zurückbehalten, weil der Prozess so teuer sei. Fahrkarte hier, Gericht, zurück, 5 Euro. Herr Philippis, zurück, 5 Euro. Fehlt ein Papier? 5 Euro. Fehlt noch was? 5 Euro. Heute, Taxi fährt kein U-Bahn-Streik. Wie viel haben Sie da? 13 Euro. Und noch was. Das summiert sich. Das summiert sich. Also, sind Sie auch ein bisschen enttäuscht von Ihrem Mandanten? Im Moment schon, ja. Muss ich ganz offen sagen. Weil man zieht an einem Strang. 3 Wochen später wird Richter Füglein sein Urteil verkünden. Jelko Blažević verliert. Er muss seine Wohnung zum 1.8. räumen, sonst wird der Gerichtsvollzieher bei ihm klingeln. In knapp der Hälfte seiner Fälle gelingt keine gütliche Einigung. Da sind die Situationen so verfahren, dann tauschen sich Anwälte nur noch aus und jeder natürlich für seine Partei. Manchmal kommt da ein Ton rein, der sich nicht gehört und über den man durchaus streiten kann. Was die Ehre der jeweils anderen Partei betrifft, das schaukelt sich teilweise so hoch, dass es hier endet. Und ich glaube, man könnte einiges vermeiden, wenn man mehr aufeinander zugehen würde. In Saal 14 werden die Verkehrssünder freigesprochen. Es war der Freund, der geblitzt wurde, nicht der Angeklagte. Der Freund aber kann nicht mehr bestraft werden, die Tat ist verjährt. Richter Gönsch wirft ihnen Zeitschinderei vor. Sie hätten es von Anfang an auf die Verjährung angelegt. Für den Vorsitzenden gehört das zum Spiel. Ich mache die Ohren auf Durchzug. Das trifft mich nicht, weil ich weiß, dass es so nicht war. Es sind einfach Sachen unterstellt worden, wo man einfach sagen würde, ja, die nicht so waren. Kratzt ein bisschen an der Ehre oder so, aber ja. Okay. Gut. Das Ergebnis steht und das war unser Ziel. Damit bin ich vollkommen zufrieden. Das Verfahren kostet die Staatskasse rund 500 Euro. Ursprünglich ging es um ein Bußgeld von 35 Euro. Wegen Kleinigkeiten würde ich es mir auf jeden Fall zweimal überlegen, mal so einen Aufwand zu betreiben. Vor Gericht und auf hoher See sind wir allein in Gottes Hand, lautet eine alte Weisheit. Ob ich jetzt hier eine Viertelstunde länger sitze oder nicht, ist auch nicht so entscheidend. Aber wenn der die Herrschaften, egal ob Betroffener, Zeuge oder Verteidiger, das nächste Mal das mit mir zu tun haben, dann haben die hoffentlich ihre Lektion gelernt und wissen, wie sie sich auch im Eigeninteresse am günstigsten verhalten. Ex-Junkie Erwin Knoll ist überpünktlich. Seit gut 20 Jahren steht er immer wieder vor Gericht. Mal in Flensburg, mal in Franken, heute in Frankfurt. Gebäude E, Saal 4. Irgendwann geht einfach gar nichts mehr. Dann sagt das Gericht, der Mann ist einfach unglaubwürdig, ne? Und den können wir keine weitere Bewährung geben, ne? Und da muss ich dem Richter dann natürlich auch vollkommen zustimmen, ne? Also ich kann jetzt sagen, der Richter ist dann der böse Mann. Ne? Der böse Mann bin ja ich. Ne? Das spricht ja nur letzten Endes auch nur das Urteil. Ne?
Zu 2 Jahren Haft könnten Richter Manfred Gönsch und die beiden Schöffen ihn verurteilen. Die Anklage legt Erwin Knoll 10 Ladendiebstähle zur Last, von Juli bis September 2011. Beschaffungskriminalität eines Drogensüchtigen. Kann Richter Gönsch Gnade vor Recht ergehen lassen? Der Angeklagte ist immerhin einschlägig vorbestraft. In Frankfurt unter Liederbach hat die Wohnungsräumung ein böses Nachspiel. So, bitteschön, kommen Sie rein. Ich gehe gerade mal vor. Die Wohnung ist verwüstet. Der Vermieter beschuldigt seinen Ex-Mieter. Dadurch, dass sie alles kaputt geschlagen hat, ist auch das Laminat da beschädigt. Der Fußboden, der ist ja neu verlegt worden, bevor er einzog. Der Gerichtsvollzieher hatte sie davor gewarnt, den Schlüssel noch einmal aus der Hand zu geben. Vermieter Helmut Kirschner hat Anzeige erstattet. Die Renovierung wird ihn fast 10.000 Euro kosten. Darauf wird er sitzen bleiben. Genau wie auf den Mietschulden. Wenn sie also bewusst kaputt gemacht. Das war unsere Dummheit, dass wir ihn aufgeschlossen haben. Denn laut Gerichtsvollzieher durfte er nicht mehr in die Wohnung rein. Wir haben ihn nur deshalb aufgeschlossen, dass er brauchbare Sachen noch mitnehmen kann. Und das war dann der Dank dafür. Seit der Räumung zahlt das Sozialamt dem geräumten Mieter ein Hotelzimmer. Schon 2 Monate jetzt. Obdachlosigkeit muss verhindert werden. § 36 Sozialgesetzbuch 12. In Gebäude E, Saal 4, ist der Prozess gegen Ex-Junkie Erwin Knoll geplatzt. In der Verhandlung war plötzlich von mehr als den 10 angeklagten Diebstählen die Rede. Auch Staatsanwälte machen manchmal Fehler. Richter Gönsch fand wieder klare Worte. Alle Fakten müssen auf den Tisch, erst dann wird weiter verhandelt. Eine Galgenfrist für Erwin Knoll. Aufgeben will ich mit Sicherheit nicht, ne? Trotz dass es jetzt so negativ im Augenblick für mich das Bild so aussieht. Aber ich werde nochmal alle Mittel in Bewegung setzen, um zu schauen, dass ich das Ruder doch nochmal rumreißen kann. Versprechen will ich allerdings nichts, ne? Aber mit jedem Tag, wo ich, sag ich mal, etwas erreiche, ne, ist es für mich wieder ein Bonus, zu sagen, es rentiert sich doch noch zu leben. Erwin Knoll will noch einmal eine Therapie beginnen. Und Richter Manfred Gönsch damit vielleicht einen guten Grund liefern, die neue Strafe zur Bewährung auszusetzen. Da fällt es einem, tut es einem schon leid, wenn man die jetzt, was weiß ich, in der Kette entschicken muss oder verurteilen muss. Oder wenn man deutlich vor Augen geführt bekommt, dass der eine im Chancen wesentlich bessere im Leben wesentlich bessere Startchancen hat als der andere. Oder dass einer von Anfang an letztendlich auf der Verliererstraße geboren worden ist. Das tut dann manchmal schon weh. Selbst für Richter gilt, das Gesetz ist das Gesetz, aber das Herz ist das Herz. Die ZDF-Reportage wieder nächsten Sonntag um 18 Uhr. Besuchen Sie uns auch im Internet unter reportage.zdf.de.